Ja, guten Morgen hier bei Avanti on Tour. Wir sind jetzt auf der Messe in Essen am Stand von Globetraveler. Und hier strömen jetzt gerade schon die Menschen rein. Hinter mir haben wir den Globetraveler XS. Und den werde ich euch bei diesem Video vorstellen. Wir machen allerdings eine reine Innenroom-Tour, weil außen ist hier alles so zugestellt mit Fahnen und Fenstern und Ständern. Da gucken wir uns das Fahrzeug mal von innen an. Also, viel Spaß. Da machen wir doch mal gerade ein paar Eindrücke von außen. Hier haben wir auch wieder die Seitz S4-Fenster dran. Das Ganze dann auch mit so einer matt-schwarzen Folie. Und dann dieses aufgesetzte Dach hier vorne. Aber auch alles super verarbeitet, gut abgedichtet. Gibt's nichts. So, dann starten wir mal ruckzuck hier heute im XS. Wird dann auch ein XS-Video, nehme ich mal an. Deswegen darf ich auch mit rein. Du darfst auch mit rein, du bist auch XS. Genau, richtig. Ja, was uns die Susanne Marco da gerade schon erklärt hat, vorne ein neues Navigationssystem, zeige ich euch aber nachher noch draußen. Auch ein Riesenteil mit, ich würde mal sagen, 10 Zoll Bildschirm. Ja, das Ganze auf dem 599er Grundriss. Also was für die Kleinen? Eher was für die Kleinen, aber tatsächlich so ein bisschen auch mit Hubbett und Heckbett. Also eher sowas für uns, aber halt 40 cm kürzer. Ja. Jo, schauen wir uns mal die Nett an. Nett gemacht, ne? Schönes Wortspiel im Übrigen. Da haben wir Steckdose, USB 12 Volt. Ne, wir haben Gardinen, gut, muss man mögen, kann man mögen. Ne, auch schön, hier wie so eine Art Fensterbank. Kann man Blümchen draufstellen. Ja, Plastikblümchen in Plastikvasen. hier oben Eine kleine offene Ablage. Ja, auch dann die ganze Technik von Votronic. Wir haben die CWE-Einheit und das CP-Plus-Bedienteil. Hier haben wir noch ich würde mal sagen, Spot. Also, man kann doch den Lichtschalter drücken. Genau. Das ist wahrscheinlich, wenn du oben liegst. Ja. Fürs Bett. So, eine Box. Ja, und nach hinten gucken wir gleich. So, jetzt könntest du mal das Hubbett runterholen. Die Frage ist, wenn ich wüsste, wie es geht. Einfach. Na? Ich bin zu kurz. Ah, Moment. Die Chefin reicht uns mal noch den Schlüssel. Susanne, du darfst ruhig mit aufs Bild. Das ist, nein, das ups, jetzt hat ups, er Licht aus. Jetzt hast du das Licht ausgemacht. Ich wollte mich besser als Szene setzen. Ja. Und dann kann man das rausziehen. Genau. Das liegt dann hier auf. Ist da drauf. Ja, wunderbar. Und dann hat man da oben ein kleines dünnes Polsterchen. Ein kleines Polster. Mein Gott, wann bekommt man sein Bett schon mal von zwei Frauen gebaut? Ne? Es ist, wieso dein es ist, ach so, ja, Entschuldigung. Das war mein Spruch. Musst du auch oben schlafen. So, wunderbar. So, jetzt würde ich aber gerne auch mal von hier im Blick werfen. Jetzt möchtest du natürlich wissen, wo die Leiter ist, ne? Soll ich euch die Leiter holen? Will einer rein? Nein. Nein. Aber wir machen demnächst zusammen. Man muss den Dialog der Damen muss man eigentlich auch aufnehmen, ne? Der ist zu schön. Du hast gesagt 1,87 mal, was haben wir gesagt? 1,34 in der Breite. Alles klar. Ja, also das reicht ja. Ne? Ist allerdings etwas dünn, das Polster, ne? Das muss man schon sagen. Ja, aber also zu viel. Mit einem Topper drauf. Ja, geht's. Und was man natürlich sagen muss, links ist es nicht unterfedert. Ne? Ja, da ist es unterlüftet. Aber so, jetzt baut Sonja das wieder zusammen. In der Zeit gucke ich hier mal in die Küche. Ja, mein Kühlschrank. Jetzt, wie es geht. Ja. Da haben wir den Kühlschrank. Hier liegt sogar noch eine Banane drin. Ja. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, hier käme mir ein Hund entgegen, aber das ist nur das Fell. Die beiden Hunde sind zu Hause. Ja, aber ich hatte mich im ersten Moment erschreckt. So, Küche. Küche. Dein Part? Zwei Flammenkocher. Zwei Flammen mit Bier zur Zündung. Sehr schön. Lässt sich gut sauber halten. Ja. Mit Piezo. Ja, natürlich. Großes Waschbecken. Waschbecken haben wir auch. Wir haben sogar hier zwei Waschbecken. Ne? Also wenn man sich Zähne putzen muss, kann man hier machen. Praktisch. Du kannst hier direkt ausspülen. Ne? Ja, wunderbar. Der Arm lässt sich so weit drehen. Hier unten Platz. So, einmal Schublade. Ja, jede Menge Visitenkarten. Nimm dir mal eine mit. Genau. Da unten ist auch Platz ohne Ende. Gasabsperren. Sind auch drin. Genau. Und oh ja. Tiefe Schublade, schön. Ja, auch sehr schön. Groß, vor allen Dingen. Soft Close, ganz wichtig. Da unten sind die Werbegeschenke drin. Kann man auch gleich mitnehmen. Wunderbar. Ja, und das Ganze schließt hier wunderbar. Ich
zeige euch das Bett gleich. Jetzt machen wir erstmal Sonja weg. Tschö. Mit einer Schiebetür. So, und jetzt haben wir den Schlafbereich mehr oder weniger für uns allein. Da oben Fernsehen. Dann jede Menge Oberschränke. Ja. Ich mache die jetzt nicht alle auf. Da krabbel mal nach hinten, hier hinten hin. Na, der ist riesig. Also das muss man sagen, da ist jede Menge Platz drin. Jede Menge offene Ablagen. Und da hinten dann auch nochmal die ganzen Steckdosen. Ja. Gut, das ist, wäre jetzt für zwei Leute, naja, ich will nicht sagen eng, aber da muss man sich schon sehr mögen, ne, um hier mit zwei Leuten zu schlafen. Aber für einen geht's. So, jetzt gehen wir noch ins Bad. Ja, auch hier wieder wie bei den meisten Globetravelern dieses Falltürsystem. Ne? Dieses Modell ist optional auch mit diesem Klappwaschbecken lieferbar. Wenn ich das natürlich mit dem Klappwaschbecken bestelle, dann fehlt natürlich hier draußen das Waschbecken. Ne? Also für eine Sache muss man sich dann entscheiden, aber ich denke, zum Duschen ist das Ding hier riesig. Lässt sich dann noch gut sauber machen. Verzichtet dann allerdings hier in der Nasszelle auf jede Staumöglichkeit. Ne, da haben wir noch einen Deckenlüfter, 12 Volt. Wie gesagt, das Ganze auf 5,99, das muss man immer bedenken. Ja, gucken wir beide uns noch. Guck mal, da sind wir beide im Fernsehen. Wir im Fernsehen. Oh. Mal noch das Bad hier an, also dieses offene. Also das ist natürlich jetzt, wie gesagt, nach Bedarf. Ne? Entweder das Klappwaschbecken drinnen oder das hier draußen. Wobei ich das gar nicht schlecht finde, gerade wenn man mit zwei Leuten fährt. Ja. Muss zum Händewaschen nicht immer ins Bad rein. Ja. Ne? Hier eine Ablage. Hier unten schöne offene Fächer, die schön tief reingehen. Ja. Kannst du das? Da hätte ich allerdings gerne irgendwie so ein Rollo davor, dass man das auch schließen kann. Das wäre mir noch lieber. Stimmt, dann fällt nichts raus. Ja. Ja. Und das wäre schon eine gute Sache, wenn man hier ein Rollo hätte. Aber gut. Und da oben, den haben wir auch noch nicht gezeigt. Ja, den finde ich auch nicht schlecht, weil der aufgeteilt ist. Hier kannst du Gewürze reinstellen, hier hast du andere Sachen. Auch Platz. Lichtschalter. Wunderbar. Noch mal eine Steckdose. Mhm. Und alles natürlich mit Softclose. Jo, gucken wir mal noch, ob wir an den Heckstauraum drankommen. Das Auto so steht, dass wir reinkommen, ja? Ja, was ich noch nicht gezeigt habe, ist hier die, das mal von außen. Sag doch so. Na, hier kann man von außen dann auch noch mal zugreifen auf das, was man von innen schon hat. Und da unten haben wir dann frostsicher verbaut den Abwasserhahn. Susanne, der ist jetzt Frischwasser oder Abwasser? Das ist Frischwasser. Das ist Grauwasser. Grauwasser, genau, okay. Ganz saubere Lösung, du musst nicht mit den Knien. Nein, nein, man muss nicht hier unten drumherum fummeln. Genau. Ja. Ja. Mückenschutztür, auch mal die stabile Sorte, nicht die, die wir haben, sondern mal eine vernünftige. Passform. Ja, natürlich. Ja, fangen wir hier oben an, Fahrradträger. Und dann geht es hier in den, ja, ich sag mal, fast schon Globetraveler-typischen Heckstauraum. So, gucken wir hier mal rein. Ich glaube, hier haben wir Gaskasten. Eine Elfer. Passt. Ah, da oben haben wir noch einen. So, hier haben wir eine Gelbatterie drin, eine 120 Ampere. Aber ihr seht jetzt hier in dem Raum, da ist locker Platz. Auch noch für eine 100er Lithium oder vielleicht sogar noch größer. Wir sehen auch direkt hinten MPPT-Regler von Votronic. Also hier ist tatsächlich auch nicht an den Komponenten gespart worden. Ne? Also hier ist wirklich hochwertige Ladetechnik drin. Und finde ich immer gut, wenn man dann nicht nachher noch bei einer Nachrüstung alles rausreißen muss. Ne? Auch sehr gut zugänglich. Was haben wir hier unten noch? Eieiei. So, da haben wir die Heizung. Also alles optional. Ja, hier ist jetzt die Kombi 4 verbaut mit dem normalen Frostwächter. Und, aber wie gesagt, optional natürlich auch eine Truma D6 hier nachrüstbar. Also alles gar kein Thema. Jo, und ansonsten, wie gesagt, für ein paar Stühle, Tische, alles gar kein Thema. Kriegt man hier locker rein. Hier haben wir auch noch eine Außendusche und dann hier die Dometic-Toilette. Also alles wunderbar. Jetzt muss ich aufpassen, hier rammelt man sich dann schon mal den Kopf. Aber zack. Ja, Anhängerkupplung.
auch möglich. So, hier noch kurz ein Blick auf dieses Navigationssystem. Ich zeige es euch gleich nochmal da hinten. Er hat einen etwas sperrigen Namen, VN1015MADAB. Susanne sagt, sie nennt es immer Emma. Und nein, das war ein Spaß. Na, aber wie gesagt, läuft auf Android. Und wie teuer ist das Ding? Hat keinen Preis. Ja, hier könnt ihr jetzt auch nochmal gucken, was alles in dem Fahrzeug verbaut ist an Soundtechnik. Na, also dieses Navi, dann die Lautsprecher. Vorne, hinten, ne, der Verstärker und auch der Subwoofer. Wenn man die Maus jetzt mal noch die Finger wegnimmt, kann man da unten auch noch den QR-Code sehen. Also wie gesagt, das Navi an sich so lose um die 1300 Euro. So, hier haben wir noch kurz Gelegenheit, uns das Ding anzusehen. Ne? Also ihr seht, komplett auf Android-Basis. Ne? Alle Möglichkeiten, Gmail, kann ich alles abrufen. Und ne, für 1300 Euro läuft auch schön smooth. Also das kann man nicht anders sagen. Das Ganze, wie gesagt, für knapp 1300 Euro finde ich eine gute Sache. So, ich sage da mal herzlichen Dank für das Fahrzeug. Sehr gerne, es hat und mir sehr viel Spaß gemacht. Euch noch viel Spaß hier auf der Messe in Essen, euch natürlich da draußen auch beim Zusehen. Ja. Und wir schaut euch die Autos mal an. Genau, kommt, machen vorbei. Immer weit. Wir sind noch bis morgen Abend hier. Genau. Und die Messe ist auch nicht abgesagt, also trotz der ganzen Hysterie im Moment. Wenn das Video kommt, da ist die Messe schon rum. Wahrscheinlich. Dann, wir sehen uns auf.